Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der NF Marsch, vierfach LS22. Mein PC, Cosplay, irgendwelche Mods haben mir ja meinen Spielstand zerschossen auf der Marsch. Einige wissen das vielleicht, die anderen erfahren es gerade. Ich nehme mal eben schnell einen Schluck Kaffee. Ich hatte ja noch Kurse eingestellt und wollte dann speichern und da hat das liebe Spiel gesagt, mit mir nicht, ich möchte nicht mehr und dann war der Spielstand genauso weg wie auf der Kalmsten. Wunderbare Sache, ich habe mich tierisch geärgert, deswegen gab es die ganze Woche keine NF Marsch. Gestern, also ich hab's einfach, ich brauchte einfach mal einen Tag für mich. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ich brauchte das einfach mal. Jetzt hört ihr vielleicht im Hintergrund schon Geräusche. Gewächshäuser. Nein, es sind nicht die Gewächshäuser zum Düngen. Das habe ich leider verpeilt. Beziehungsweise habe wieder vergessen, dass es die gibt. Das sind auch noch die normalen. Ja. Mist, habe ich wieder nicht aktiviert. Mann, bin ich schlecht vorbereitet. Egal. Wir starten an einer ganz anderen Stelle als vorher. Der Hof ist auch anders als vorher. Ne? Die Geräte sind einigermaßen gleich. Ja und nein. Kontostand ist jetzt, ne, wir haben trotzdem 10 Millionen Kredit. Das habe ich so gelassen. Ich habe fleißig Geld ausgegeben, mir noch ein bisschen was dazu gescheatet, um den Spielstand so herzustellen, wie ich das möchte. Wir können ja eben mal nach den Feldern gucken. Davon besitzen wir auch nicht allzu viele. Wir besitzen die 21, 62, 61, 60, 57, 56 und dann ist auch, ah ne, die 69 noch. Jetzt ist aber auch Schluss. Mehr besitzen wir nicht. Jetzt könnte ich mich natürlich umdrehen, damit ihr den Hof sehen könnt. Ich kann es aber auch lassen. Ich bin nicht so fies, ich drehe mich einfach mal um. Hier haben wir, ne, unseren Hund. Utopia. Okay. Hundi, Hundi. Hundi, Hundi, da stehe ich. Umbenennen. Hundehütte. Nee. Ist egal. Schade, ich dachte, man könnte jetzt so den Namen ändern. Kann man nicht. Auch egal. Utopia, du bist unser Wachposten. Ja, hier seht ihr ja die Gewächshäuser. Einmal Tomaten, einmal Salat und einmal Erdbeeren. Dann habe ich hier noch ein paar Silos hingestellt. Das ist ja so ein Multikauf-Silo. Einmal Kalk. Die Werkstatt. Ich hatte das Grundstück gekauft und dann ist sofort die Werkstatt aufgeploppt. Fand ich okay, habe ich so gelassen. Dann haben wir hier, glaube ich, Pflanzenschutz, genau. Hier haben wir noch gar nichts drin. Da können wir auch irgendwelche Flüssigkeiten einlagern. Einmal für Wasser. Und Diesel. Da hat ein Traktor schon von mir getankt. Verzeiht ihm das. Dann gehen wir zu. Ich habe den Namen vergessen, wer hier wohnt. Auf jeden Fall wir. Das kann ich schon mal versprechen. Die Biogasanlage habe ich so gelassen. Ich habe da auch schon ein paar Ballen reingeschmissen. Können wir gleich mal nachgucken. Das ist ein Milchtank. Weiß ich noch nicht, ob ich den behalte oder abreiße. Hier wohnt Chris. Also, wir heißen jetzt Chris. Nein, Scherz. Das ist ja vom Liebenfeld Action. Da kann man ja Häuser beziehen. Und hier wohnt der liebe Chris. Beziehungsweise wir jetzt stellvertretend.
Hier ist unsere Biogasanlage. Wie gesagt, da sind auch schon Ballen drin. Genau. Gewächshäuser mehr haben wir nicht an Fabriken. Hat auch schon ein paar Gärreste produziert. Mehr Ballen besitzen wir auch nicht. Dann gleicht sich das so ein bisschen aus mit dem Kontostand und etc. Dafür haben wir ganz andere Maschinen oder teilweise auch andere Maschinen. Da hinten könnt ihr schon einen Kuhstall sehen. Hier ist eine Garage bzw. ein Unterstand. Hier ist auch ein Unterstand. Ich glaube, da steht nur der Drescher drin. Genau, den habe ich so gelassen und habe mir den Manitou als Hoflader geholt. Den fand ich ganz cool. Einfach nur mal, ne? Dann braucht man nicht dauernd einen Traktor. Machen wir mal das Tor auf. Denn steht hier eine Einzelkornsämaschine von, wenn ich mich recht entsinne, Vetterstedt. Ja, wunderbar. Genau, die hat ordentlich Arbeitsbreite. Wenn wir die vorher nicht hatten, ne? Dafür besitzen wir wenig Felder. Tor Nummer 2, einen Anhänger für den Tiertransport, ein Strautmann-Ladewagen, ein Kökeling, genau, Gruppe. Machen wir das nächste Tor mal auch gleich auf. Die größte Walze, die ich finden konnte. Weil bei so riesigen Feldern hier, der wäre es ja verrückt. Eine Lemken-Seemaschine. Und die Spritze ist auch ein Mod, die umfasst 10.000 Liter. Damit kann man spritzen. Jetzt habt ihr schon ein Schaf gehört, ne? Nee, kann es ruhig aufbleiben. Wunderbar. Einmal unser 9-Meter-Pflug und ich weiß gar nicht, ob ihr den Pflug hier kennt. Von John Deere. Das ist auch ein Mod, hier ganz normal im Spiel, runterladbar auf dem Mod-Hub. Zumindest für mich, für den PC. Ich weiß nicht, wie das mit den Konsolenspielern ist. Müsstet ihr mal forschen. Dann seht ihr hier schon in der Halle mehrere Geräte. Wir haben einen John Deere, einen 9er Fendt, einen... Ja, 9er Deutz hätte ich jetzt mal gesagt. Und ein JCB. Mehr Traktoren besitzen wir nicht. Reicht aber auch erstmal. Denn einmal für Zuckerrüben. Das hier war ein Mulcher. Fand ich interessant. Habe ich einfach mal gekauft. Ein Steinesammler, eine Ballenpresse. Noch eine kleine Ballenpresse von Case. Die hat sich mein kleiner Sohn gewünscht. Ist mir jetzt Wumpe, ob das jetzt Case oder Glas ist. Ein Streuer und ein Striegel und ein Mähwerk von Glas. Da war mein kleiner Sohn auch mit beteiligt. Wollte er gerne haben. Habe ich gesagt, ja, machen wir, ist okay. Falls ihr euch wundert, diese Folge gehen wir wirklich nur über den Hof. Und in der nächsten Folge legen wir dann wieder richtig los mit der Arbeit. Einmal ein Einstreuer. Ich glaube, den kennt ihr schon. Die finde ich ganz cool. Da kann man mehrere Ballen reinschmeißen. Egal, ob das jetzt Quader oder Rundballen sind. Quaderballen passen da auch 2-3 Stück rein. Von daher finde ich den immer genial. Den gibt es aber, bevor wir jetzt die nächste Maschine sehen... Da ist er. Nee. Da, einmal von Kuhn als Einstreuer und von Robert. Die Marke kenne ich gar nicht, aber hier dürftet ihr sogar noch mehr Ballen reinkriegen. Ne, wenn ihr mal 20.000 Kühe habt, dann wäre das wahrscheinlich eher euer Gerät. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Muss ich ehrlich dazu sagen.
einmal einen größeren Schwader, einen größeren Wender und einen Futtermischwagen, der es in sich hat. Ich glaube, 45 Kubik brauchen wir auch demnächst. Einen Ballenanhänger. Einen Wasser- und Milchanhänger. Ne? Ich finde das Symbol so cool. Deswegen gab es den. Und zwei Brandner. Schön mit drehbarer Deichsel. Da wären die meisten Leute verrückt bei. Finde ich super. Also nicht, dass ihr verrückt werdet, aber ich finde die Anhänger super. Ganz einfach. Weil da insgesamt auch 51.000 Liter reingehen. Dann haben wir hier Kuhstall groß. Hier sind unsere Rinder vertreten. Ja, die kriegen auch Mischration. Oder was, Heu? Ich glaube, Mischration habe ich hier auch reingeknallt. Ja, Mischration. Da habt ihr schon die anderen Tiere gesehen, ne? Ja, ganz ruhig, du. Rinder hatte ich Lust drauf, 50 Stück. Die können sich auch schon vermehren, die sind 18 Monate. Gülle-Silo, Mist-Silo. Den gehen wir einfach mal hier hinten rum. Denn hier wird schon gegrunzt. Hier wird schon gegrunzt. Wir haben Schweinchen. Schweinchen. 40 Stück. Ja. Ja, wollen wir ja auf ein Niemandsland auch haben. Hier haben wir jetzt schon welche. Ganz einfach, weil mich das so angefressen hat, dass der Spielstand weg war. Deswegen sieht der Hof jetzt so aus, wie er aussieht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, sondern wir müssen jede Menge Futter ran schaffen. Wir haben Pferde. Ich habe vergessen, wie die Rasse heißt. Checker oder? Weiß nicht. Hat sich auch mein kleiner Sohn gewünscht. Sind jetzt da. Hier habe ich allerdings den Fehler gemacht. Ich habe hier zu viel Heu reingeschmissen. Und hatte keinen Platz mehr für den Hafer. Das heißt, sie müssen erstmal ein bisschen Heu wegfressen, damit sie ein bisschen Hafer bekommen. Dann haben wir hier wird schon gegackert. 61 Hühner, also 60 Hennen und ein Hahn. Genau. Das sind noch mal unsere vier Pferde. Die sollen sich ja auch vermehren können. Finde ich ganz interessant. Probiere ich einfach mal aus. Milchkühe, auch 50 Stück. Haben noch keine Milch gegeben, aber kommt garantiert, ne? Das kommt garantiert noch. Ja, du liebe Kuh. Ja, gib ordentlich Milch. Gib ordentlich Milch. Das ist übrigens ein gemoddeter Kuhstall. Hier gehen bis zu 200 Tiere rein. Nicht wundern. Ich glaube, den Stall gibt es auch ganz normal im Modhub. Wenn es den nicht gibt, einfach nochmal anschreiben. Dann schaue ich nochmal, wo ich den Mod her habe. Das hier ist auch ein Mod. Hihi. Eine Schafsweide. Ohne Schäfchen. Nein, Scherz. Irgendwo sind sie. Ich weiß bloß gerade nicht wo. Raben sind hier. Da hinten ist ein Schaf. Oder was ist das? Ich kann euch gar nicht sagen, wie groß die Schafsweide ist oder wo sie überall lang führt. Auf jeden Fall hier hinten ist irgendein Tier. Das hier ist übrigens ein Grasfeld. Gerade angesät von weiß ich nicht. Wenn wir diese Saison wachsen lassen, nächstes zum Winter hin umpflügen und neu Gras aussehen. Also hier ist ein Schaf. Als ich aufgehört hatte, waren hier mehrere. Sind wahrscheinlich hinterm Deich. Egal. Hier gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere hier reingehen. Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube auch 200 oder 300 Tiere. Auf jeden Fall ordentlich.
Dann haben wir nämlich, ja, mit dem Hund haben wir alle Tierrassen abgedeckt. Und dann können wir uns schön vergrößern. Und dann hätte ich auch gleich mal eine Frage für euch. Eine Frage, die, ja, also nicht von euch, aber von vielen Menschen umstritten ist. 200 Tiere genau gehen da rein. Schwarze und weiße. Ich weiß aber nicht, wo die Schwatten sind. Ich habe keine Ahnung. Da hinten bewegt sich was. Egal. Zur Frage. Was ist für euch Biohaltung? Schreibt's gerne mal rein, löse ich beim nächsten Mal auf, was wirklich Biohaltung ist und was nicht. Und dann sage ich auch meine Meinung dazu, was wirklich Biohaltung für mich ist. Also nicht nur, was in den Regeln steht, sondern was Biohaltung für mich ist. Genau, in unserem Silo sind noch knapp 40. Da ist doch kein Stroh mehr drin. Doch, anscheinend schon. 40.000 Liter Stroh, 25.000 Liter Hafer. Das wollte ich ja eigentlich bei den Pferden reinschmeißen, ging aber leider nicht ganz. 25.000 Liter Weizen, Raps, Zuckerrüben und Heu. Das restliche Futter werden wir uns erarbeiten müssen. Die Felder sind ja, glaube ich, reif. Also 60, 61 ist Grasfeld. 57 ist die neue Frucht. Frucht, 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 Frucht. Hirse? Nein. Tritikal, Dinkel. Ja. Das heißt, da kommt auch Stroh runter. 56 ist Raps, das weiß ich so. 62 Mais. 21 ist Weizen, genauso wie die 69. Und dann hat es ja auch schon wieder aufgehört mit den Feldern. Das heißt, wir müssen gut haushalten. Oder genug Früchte von den Missionen überbehalten. Ne? Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie lange ich erzählt habe. Ich spiele wieder mit Seasons. Kann ich euch auch eben kurz mal zeigen, ne? Also, generell spiele ich immer mit Seasons. Weil mir macht das einfach Spaß. Wenn man nicht alles machen kann. Genau, die Zeit werde ich auch wieder auf normal stellen. Schwierigkeitsgrad Wirtschaft ist jetzt mal schwer. Ganz einfach, weil ich Lust drauf habe. Wir haben sowieso ziemlich viele Maschinen und ziemlich gute Maschinen. Dann können wir auch ein bisschen dafür ackern, dass wir da ein bisschen Geld verdienen. Ne? Ein Tag pro Monat. Falls es mal irgendwann knapp werden sollte mit der Ernte oder irgendwas, dann werden wir die Zeit wieder runterstellen. Ansonsten habe ich vor, die Zeit auf 1 bzw. 3 zu stellen. Jahreszeiten, Schnee ist an, Fruchtzerstörung, Pflügen, Lesesteine, das ist alles an. Unkraut, Schmutz ist normal. Automatischer Motorstart mag ich nicht. Also absolut nicht. Kriege ich die Krätze bei. Wenn ich da durch meine Fahrzeuge tappe und überall geht der Motor an, da kriege ich so einen Hals. Das geht nicht. Tja, der ist aus. Anhängerfülllimit lasse ich auch aus. Es nervt mich, wenn der Anhänger nur halb voll ist. Spritverbrauch ist hoch. Ne? Schwierigkeitsgrad ist ja schwer, also auch hoch. Helfer können nichts kaufen. Kursplay muss ich da nochmal wegen Reparatur. Nicht reparieren, genau. Das ist das, was ich euch erzählen kann. Wer keine Lust mehr hat, schaltet halt ab. Wer noch Lust drauf hat, bleibt halt dabei. Ich habe ja genug Karten, auf denen ich spiele. Wem das Projekt jetzt nicht mehr so gefällt, sorry. Mich hat's bloß genervt. Ich habe, ne, machst du einmal keine Sicherheitskopie, alles weg. Hab ich mich geärgert. Ich hätte auch gerne hier Felder um den Hof gekauft, aber Baumwolle habe ich keinen Bock drauf. Tut mir leid. Das hier ist Hirse. Genau auf den anderen beiden Feldern habe ich auch keinen Bock drauf. Ich wollte ein bisschen Futter für die Schweine haben und für die Hühner. Deswegen zwei Weizenfelder.
Jetzt haben wir zwar kein Haferfeld, ist halt so, und jede Menge Kohle, die wir noch zurückzahlen müssen, aber wir haben ja auch die BGA und die beiden Grasfelder. Sendeplan habe ich fertig. Unten in der Videobeschreibung, wenn ihr bei der Folge, da gibt es zumindest bei mir auf dem Handy, ne, rechts unter diesen wunderschönen bewegten Bildern einen Pfeil. Und wenn ihr den antippt, kommt die Videobeschreibung. Das ist der Hammer. Da steht drin. Ich hoffe, ein bisschen leserlich. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten muss ich es nochmal ändern. Wann, an welchem Tag welche Folgen kommen. Und die kommen denn an dem Tag. Und wenn ein Projekt da gerade mal nicht dabei ist, was ihr nicht verfolgen wollt, oder verfolgt, dann ne, tut es mir leid, kommt es vielleicht am nächsten Tag. Beziehungsweise, da habt ihr den Plan, da könnt ihr reingucken, wann was für euch kommt. Ne? Wollte ich ja auch schon lange fertig haben, jetzt habe ich es geschafft. Schön, schön, kann ich nur sagen. Hab ich noch was vergessen? Die erste Erlengrad-Folge habe ich nicht mehr gefunden. Also bei 500 Videos, sorry, ich, nö. Muss ich nochmal genau nachschauen. Habe ich jetzt einfach nicht, im Petto, das war mir. Ich wurde doch gebeten, die erste Erlengrad-Folge auch in die Playlist zu packen. Sorry, habe ich, ich finde die Folge nicht. Oder ich habe sie einfach immer überlesen. Ja. Gut, das war's von meiner Seite. Ich fange jetzt erstmal eben schnell an zu gähnen. Sauerstoffmangel. So, und heute ist ja Sonntag. Jetzt ist die Frage, ihr könnt es wahrscheinlich schon nachgucken, ich nicht, wann die nächste NF-Marsch kommt. Aber ich glaube, am Montag kommt die gleich. Könnt ihr euch auf was freuen? Da werden wir nämlich anfangen zu arbeiten. Einmal unsere Felder abzudreschen. Und wie ihr seht, es gibt hier richtig schöne Lohner-Missionen. Ne? Können wir alle machen. Und man verdient auch auf Stufe schwer hier noch ordentlich Geld. So, ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, einen schönen Restwochenende und dann sehen wir uns ja, wenn ihr wollt, nachher noch mal wieder, weil der Sendeplan steht ja. Ihr wisst ja jetzt, wann die Folgen kommen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, ne? Lasst euch nicht ärgern und ciao, ciao.